Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwall. So, Trismegistus ist aufgebaut und jetzt werde ich euch die Regeln zeigen und da wünsche ich euch einfach mal viel Spaß bei. Okay, kommen wir zu den Regeln von Trismegistus. Ich habe es beim Spielaufbau schon gesagt, leider sind die wirklich schlecht strukturiert und nicht sehr durchschaubar. Und machen dann den Einstieg in das Spiel deutlich schwerer, als es eigentlich sein müsste. Klar, wir haben hier kein leichtes Spiel vor uns liegen, aber es ist nicht so kompliziert, wie es nach den Regeln erstmal erscheint. Und jetzt gehen wir die Regeln einfach strukturiert mal durch. Ich hoffe zumindest, es ist strukturiert genug und fangen dann einfach mal an. Okay, also wenn wir dran sind beim Spielablauf, haben wir folgende Phasen. Wir können Würfel wählen. Wir können Aktionen machen, also beziehungsweise wir wählen einen Würfel, wir machen Aktionen. Wir können reagieren, dafür haben wir diese Reaktionsmarker hier, die am Anfang ja noch geladen sind. Und wir räumen zum Schluss das Labor auf. So, also, dann würde ich einfach mal sagen, ich zeige euch jetzt mal so, was das mit den Würfeln bedeutet. Ich würde jetzt einfach einen Würfel nehmen. Nehme ich mir einen Würfel, muss ich immer dran denken, wenn ich einen roten Würfel nehme, hat das natürlich auf dem Board auch was zu bedeuten. Das heißt, ich kann zum Beispiel Transmutationen nur hier machen, auf dieser roten Seite. Ja, nämlich so einen Unendlich-Würfel, habe ich aber einen Joker und darf ihn zum Beispiel auf ein Symbol setzen, das ich möchte. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte hier auch was machen mit den Fiolen und muss dann eben genau überlegen, wo ich was machen möchte. So, am Anfang ist Rot erstmal gar nicht so super praktisch, sondern vielleicht eher hier Weiß oder Schwarz zu nehmen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme gleich auch einen von denen. Warum ist es praktischer, einen von denen zu nehmen? Weil wenn ich hier einen Würfel aus einem Fünferpool nehme, lege ich diesen Würfel auch hier auf die 5. Bedeutet, ich habe auch 5 Aktionen. Oder 5 Aktionsmöglichkeiten. Ich kann auch in verschiedenen Aktionen mehr ausgeben und kann die Aktion mehrmals machen. Aber so habe ich natürlich bis zu 5 Möglichkeiten. Nehme ich jetzt natürlich nur hier aus dem Zweierpool was raus, dann muss er hier drauf. Heißt, ich habe natürlich nur 2 Aktionsmöglichkeiten. Das macht es deutlich schwieriger. Und ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich natürlich ein Unendlichkeitssymbol nehme, ich darf mir aussuchen, auf welche Seite ich den drehe. So, ich werde jetzt einfach mal sagen, ich würde so einen weißen nehmen. Und jetzt muss ich ja genau gucken, also weiß für Transmutation, die erkläre ich gleich, habe ich hier. Und ich kann dann auch natürlich gucken, mit welchen Symbolen will ich zum Beispiel was machen. Will ich jetzt zum Beispiel hier runter, beziehungsweise ich will ja hier rüber oder hier, dann könnte ich könnte mir noch Essenzen nehmen, verschiedene. Und aber auch nur die, die eben auf den Symbolen sind. Also wenn ich mir jetzt irgendwas hole, muss das immer auch mit dem Symbol übereinstimmen. Das heißt, wenn ich Material hole oder sonst irgendwas, muss das immer mit dem Symbol übereinstimmen. Und ihr seht hier auf den Feldern auch die Essenzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich drehe es auf dieses Symbol, das wäre dann das hier, dann darf ich mir auch nur diese Essenz holen und nicht auch noch eine andere Essenz, sondern ich kann dann, wenn ich Essenzen hole, nur diese Essenz holen. So, jetzt ist es so, dass wir Essenzen oder Quecksilber ausgeben müssen für Transmutationen. Also sage ich mir, okay, ich brauche auch Essenzen und ich möchte natürlich auch hier eine Transmutation machen. Und habe hier noch mein Artefaktsymbol, ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn ich hier jetzt was mache, dann darf ich das auch noch nutzen. Also ist es für mich eigentlich ganz gut, wenn ich hier in dem Bereich was mache und hier vielleicht auch noch was reinlegen kann, damit ich Quecksilber auch noch nutze. Gut, also gehe ich jetzt einfach her, nehme diesen Fünferwürfel, drehe ihn auf das entsprechende Symbol und lege ihn hier drauf. So, das ist so meine erste Geschichte. Ich wähle mir den Würfel. Ich darf ihn der Menge entsprechend eben hier auf die Zahl setzen. Und ich dürfte jetzt mit einem ätherischen Würfelmarker, das ist das, was er hier noch bekommen hat, das ist der hier mit dem Pluswürfel, den dürfte ich jetzt zum Beispiel ausgeben. Also sagen wir, ich nehme mir einen Dreier, dann dürfte ich den ausgeben und darf den dann 1 hochsetzen.
Ja, somit kann ich natürlich auch meine Würfel verbessern. Ja. So, wie gesagt, ihr müsst beim Joker, ihr dürft also nicht hier das Joker-Symbol hier drauf lassen und dann immer nutzen, was ihr wollt, sondern ihr müsst bei dem Joker wirklich in dem Moment, wo ihr den Würfel setzt, auch wirklich entscheiden, welchen Würfel ihr dann haben wollt. So, und jetzt haben wir natürlich folgende Möglichkeiten. Wir können zum einen Materialien sammeln. So, Materialien sind diese Dinge hier. Das heißt, ich kann hier Rohmaterial sammeln. Und wenn ich Rohmaterial sammle, muss ich natürlich auch gucken, ich darf nur dieses Rohmaterial sammeln. Jetzt kann ich mir sagen, ah, da wäre es super, wenn ich mir zwei Stück nehme. Wenn ich jetzt also zwei Stück nehme, müsste ich natürlich logischerweise auch meinen Würfel um zwei versetzen. So, habe ich das gemacht, dann ist im Endeffekt meine Aktion rum. Ich darf also natürlich immer nur eine Aktion machen. Dann kommt nämlich der nächste Spieler dran, der sich auch dann den Würfel nimmt, der dann auch seine Aktion machen darf. Ne? Das heißt, sagen wir mal so, er wird jetzt sagen, ich nehme mir den Würfel hier und darf dann auch eine Aktion machen und würde dann eben auch eine Aktion ausführen. So, okay, jetzt habe ich natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ich kann als Aktion auch alchemistische Essenzen erwerben. Das habe ich euch gesagt, immer die entsprechende Essenz. Ich habe jetzt diesen Würfel genommen, das ist der hier. Und das macht, das ist der Würfel hier. Und da darf ich mir, so, und jetzt habe ich schon das erste Problem. Hier darf ich mir nämlich Essenzen nehmen, die ich möchte. Und hier darf ich mir, so, ja, darf ich mir da keine Essenzen nehmen. Das ist Quecksilber. Und Quecksilber ist passend. Hätte ich gleich das Richtige ausgesucht, um euch zu zeigen, dass ich es auch nicht kann. Moment, muss ich kurz gucken. Essenzen nehmen. So. Würfel wählen. So, dann haben besondere Eigenschaften. Quecksilber ist eine Reinform. Material als auch Essenz. Ah ja. Behandelt es genau, als hätte er Rohmaterial erhalten und kann es als Material oder Essenz benutzen. Ah ja, genau, okay. Genau. Also, habe gleich den Sonderwürfel genommen. Quecksilber gilt sowohl als Rohmaterial als auch Essenz. Also im Endeffekt habt ihr bei Quecksilber nicht die Möglichkeit, Material oder Essenz zu nehmen, sondern ihr könnt Material oder Essenz nehmen und kriegt jedes Mal hier eben einen Würfel rein. Also das heißt, da gibt es keinen Essenzmarker dafür, sondern die Essenz ist auch gleichzeitig das Rohmaterial. Genau, bei allen anderen, wie gesagt, dürft ihr euch die entsprechende Essenz dann eben einfach nehmen. Was das mit den Essenzen auf sich hat, ist ganz einfach. Wenn wir die nachher verbrauchen, zeige ich euch, warum es verschiedene Essenzen gibt. Ja. Genau, auch hier, ich kann mir natürlich auch verschiedene, also ich kann mir natürlich auch mehrere Essenzen nehmen, allerdings natürlich nicht verschiedene Essenzen. Also selbst wenn ich diesen Würfel hier nehme, darf ich mir zwar aussuchen, welche Essenz ich nehme, aber ich darf nicht, wenn ich zwei Essenzen nehme, zwei verschiedene nehmen, sondern ich muss zweimal die gleiche Essenz nehmen. Das geht nicht. Gut, jetzt möchte ich eine Transmutation zum Beispiel vornehmen und sage, okay, ich möchte mein Quecksilber hier aufwerten. Und darf jetzt zum Beispiel hier immer diesem Transmutationspfad folgen und könnte aus meinem Quecksilber hier rüber gehen und würde hier, und dann ist braun, jetzt muss ich sogar nochmal gucken, was braun ist, schaue ich gleich mal, dass ich das auch richtig sage. Sowas kann ich mir nämlich auch nie merken, bei mir ist es dann einfach braun. Eisen, genau. So, also ich kann aus dem Quecksilber Eisen machen. Ja? So, dann habe ich hier diesen Transformationspfad genutzt und kostet mich natürlich auch ganz klar eine Aktion und gehe hier eins runter. Das darf ich auch mehrmals machen. Ich könnte, wenn ich jetzt hier natürlich zwei, drei drin habe, oder ich dürfte auch das noch nutzen, weil das ja auch ein weißer Pfad ist. Ich habe einen weißen Würfel, dürfte ich also auch hergehen und dürfte das hier machen und dürfte hier nochmal eins runtersetzen. Ja, gut. Also gehe ich einfach her, mache eine Transmutation. Da ich jetzt mit der Transmutation hier vorbeigegangen bin, bekomme ich
von diesem Artefakt noch den Bonus. Und der Bonus auf diesem Artefakt bedeutet, das muss ich auch immer wieder gucken, ich glaube, das sind einfach die Rohmaterialien. Ich darf mir, genau, ich darf mir entweder Rohmaterial Kupfer oder Rohmaterial Zinn nehmen. Und kann dann einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt hier und lege das zum Beispiel hier drauf. Ja, könnte ich dann natürlich nachher noch als Aktion weitere Transmutationen einfach machen und könnte wieder hier rüber gehen Richtung verarbeiteten Quecksilber. Genau, danach muss ich dieses Blättchen umdrehen. Das heißt, das Artefakt ist genutzt, ich kann es aber auch wieder zurückdrehen später. Das sind die Transmutationen. Ich habe also, wenn ich Transmutationen mache, muss ich natürlich auch noch eine Essenz einsetzen, habe ich ja vorhin gesagt. Das heißt, also ich habe mir ja vorhin in der ersten Möglichkeit hier eine Essenz genommen. Ja, das war meine erste Aktion. Wenn ich dann wieder dran bin, als zweite Aktion, gehe ich hierher, mache diese Transmutation und gebe diese Essenz, also die ja auch als Essenz geht, Quecksilber als Essenz, eben aus. Und in dem Moment, wo ich hier eine Essenz ausgebe oder Quecksilber ausgebe, gehe ich hier auf dieser Leiste auch eins vorwärts. Das heißt, ich bin, was bin ich denn hier? Grau. Das heißt, ich gehe hier eins vorwärts und komme ich über eines dieser Bonusplättchen, bekomme ich dieses Bonusplättchen und darf es eben einsetzen. Ja, das heißt hier natürlich einen Würfel erhöhen. Hier heißt, ich darf sogar noch eins, also wenn ich hier drauf komme, darf ich gleich noch eins weiter rutschen. Das ist ein Chamäleon-Marker, das erkläre ich dann nachher noch. Und hier oben gibt es dann eben einfach Punkte. So, gut. Was darf ich noch machen in meinen Aktionen? Ich darf Artefakte erwerben. Artefakte haben wir hier und hier ist der Artefaktmarkt. Und ich sage mir jetzt, oh, ich möchte noch Artefakte erwerben. Und Artefakte sind wichtig, vor allem auch die Symbole sind wichtig, weil ihr diese Symbole braucht, um die Publikationen, ausführen zu können. Und das heißt, ich bräuchte jetzt rein theoretisch wirklich von jedem Symbol ein Artefakt. Dann hätte ich diese Publikation geschafft, würde mir es 8 Siegpunkte geben. Ja, ich habe jetzt, ich brauche lustigerweise genau dieses Artefakt, doch habe ich hier, genau das habe ich und ich bräuchte noch die anderen drei Artefakte. So, das heißt, beim Aussuchen der Artefakte immer ganz gut zu wissen, welche man noch braucht. Das heißt, wenn ich ein Artefakt, also ich habe jetzt ja schon zwei Aktionen zum Beispiel gemacht, wenn ich ein Artefakt eben ausmailen möchte, gucke ich hier. Und dann ist auch wieder mein Würfel wichtig. Ich habe ja gesagt, hier gibt es zwei weiße Felder, zwei schwarze und zwei rote. Ihr dürft natürlich wieder nur von den weißen Feldern Artefakte nehmen. Also könnte ich mir jetzt sagen, okay, ich suche mir jetzt einfach hier ein Artefakt aus, würde mir das nehmen und es würde mich 3 Punkte kosten. Also ein Artefakt nehmen kostet immer genau 3 Punkte, 3 Machtpunkte, die ihr einsetzen müsst. Und dann könnt ihr das Artefakt hinlegen, wo ihr wollt. Also das hat nichts mit der Würfelfarbe zu tun. Ihr dürft es hier anlegen, hier, hier, hier oder hier. Und ihr wisst ja, es kommt immer dann, wenn ihr den Transmutationspfad entlang geht, könnt ihr es aktivieren. Ihr müsst es nicht aktivieren, aber ihr könnt es aktivieren. Das heißt also, ihr könnt einfach sagen, okay, ich will dann nachher sowieso noch das machen. Hätten wir jetzt, sagen wir mal, wir hätten noch Machtpunkte. Dann will ich nachher das vielleicht machen. Dann habe ich es hierher gelegt, kann ich es umdrehen, kann es benutzen, bekomme Essenzen. Und habe dann einfach wieder einen Bonus. So, und was kann ich jetzt noch machen in meinen Hauptaktionen? Ich kann jetzt noch Artefakte neu laden und Experimentierkarten erwerben. So, Artefakte neu laden, ist klar, ich habe das Artefakt benutzt. Ich gebe einfach einen Machtpunkt aus und lade ein Artefakt wieder. Weil ich zum Beispiel, je nachdem, ich habe das vielleicht sogar vorhin schon hier hingelegt und denke mir, oh, ich mache das noch zweimal. Dann kann ich es doch zweimal nutzen, bekomme ich auch gleich zweimal nochmal Rohmaterial, beziehungsweise, das ist sogar falsch, ich bekomme hier gar kein Rohmaterial, Entschuldigung, da habe ich es falsch gemacht. Ihr müsst genau gucken, das ist kein Kreis, sondern das verarbeitetes Material. Ich hätte also vorhin eben nicht einen hier reingekriegt, sondern hier oben reinbekommen. Ja? So, also so sieht es noch aus. Artefakt erwerben haben wir gemacht, Artefakt neu laden haben wir auch gemacht und jetzt haben wir als nächstes noch eine Experimentierkarte erwerben. Dafür verbrauche ich auch wieder genau einen Machtpunkt
und bekomme eine Experimentierkarte der Farbe des Würfels. Ja? Das heißt also, ihr könnt dann im Endeffekt wieder nur hergehen und die entsprechende Ding nehmen. Und der Farbe des Würfels ist jetzt eigentlich falsch. Das ist nämlich zum Beispiel das. Seht ihr, habt ihr das zum Beispiel übernommen aus dem das habe ich übernommen aus der Spielanleitung und genau, ein Machtpunkt verbrauchen, um der Spieler nimmt von einer Werbungsseite des Spielbretts, die sein Würfelsymbol zeigt. Okay, dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Ich nehme es zurück, es war nicht die Anleitung. Und zwar haben wir hier dieses Würfelsymbol. Ja, also darf ich mir dieses Experiment hier nehmen. Dann kann ich das hier zu meinen Experimenten hinzufügen. Jetzt ist aber so, ich darf außer meinem Meisterexperiment, das ist das hier mit dem Unendlichkeitssymbol hinten drauf, darf ich auch immer nur zwei Experimente offen liegen haben. Also muss ich gucken, dass ich natürlich meine Experimente auch schaffe und dadurch eben auch wieder fertig bekomme und hier hinlegen kann. So, jetzt habe ich meine Hauptaktion gemacht. Wenn ich eine Hauptaktion gemacht habe, ich darf ja immer nur eine machen. Das heißt, ihr seid immer einmal dran, dann kommt der nächste Spieler und so weiter und so fort. Und immer wenn ihr wieder dran seid, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst überprüfen, was recht einfach ist. Ihr guckt einfach, ob euer Würfel auf der Null ist oder ob ihr noch die mögliche Aktion mit diesem Würfel machen könnt. Ist der Würfel auf Null, wird er hier rüber geschoben. Dann, wenn ihr wieder dran seid, müsst ihr auch einen neuen Würfel nehmen und legt ihn dementsprechend wieder hier rein. Ja? Sind alle drei Würfel weg, ist die Runde für euch beendet. Dann könnt ihr auch nur noch reagieren, ihr könnt keine Aktionen mehr machen und das geht auch so lange, bis eben alle fertig sind. Sind ja drei Würfel drin, geht ihr auch her und setzt euren Spielermarker nach unten. Und zwar an die Position, die als nächstes noch frei ist. Also hätte er jetzt vorhin schon das gemacht, dann wäre jetzt natürlich nur zwei frei. Oder ihr wart zuerst, dann geht er hier runter und der nächste geht dann hier runter. Das ist dann die Spielereihenfolge, wenn aufgeräumt wird, für die nächste Runde. Insgesamt werden auch nur drei Runden gespielt. Also nur, das geht dann schon ein bisschen. So, als freie Aktion könnt ihr noch folgende Dinge machen. Jetzt könnt ihr immer machen, wenn ihr eure Hauptaktion gemacht habt, könnt ihr auch jederzeit noch eine freie Aktion machen. Und da könnt ihr auch eine oder mehrere in einer Runde machen. So, und zwar könnt ihr Formeln erschließen. Das haben wir ja vorhin schon gehabt, dass wir die... Moment, jetzt bin ich gerade falsch. Doch, Formeln erschließen, indem ihr eben die Experimente abschließt. Zum Beispiel könnt ihr hier die Formeln erschließen, sorry, und zwar entweder durch Experimente, die ihr abschließt, oder ihr zahlt Gold dafür. Gold ist hier, das heißt, ihr müsst natürlich hier einen Marker drauf haben, dann könnt ihr den bezahlen und könnt eben hier eine Formel erschließen. Für das erste müsst ihr ein Gold abgeben, für das zweite zwei, für die dritte drei, für die vierte vier. Und mehr als vier Formeln dürft ihr auch nicht mit Gold erschließen. Ihr dürft nämlich aus jeder dieser Spalten immer nur eine Formel wirklich mit Gold erschließen. Und die andere Formel muss definitiv mit einer Karte, mit einem Experiment erschlossen werden. So, jetzt kommt ihr noch dazu, logischerweise, grünes Experiment, grüne Formel. Rotes Experiment, leider blassrosa Formel. Blaues Experiment, blaue Formel. Schwarzes Experiment, leider gelbe Formel. Warum auch immer, sonst stimmen die Farben überall, nur hier nicht. Man weiß nicht warum, weil eigentlich haben die Farben sonst nämlich wirklich keine Rolle. Also spielen wirklich keine Rolle. Wenn ihr eine Formel nehmt, nehmt ihr sie hier raus, dreht sie um und dürft sie irgendwo hier im Kabuff ablegen. So, das heißt, ich kann sie zum Beispiel hier reinlegen und dann dürft ihr sie irgendwann nutzen. Irgendwann auch als freie Aktion könnt ihr sagen, okay, ich nutze jetzt meine Formel und dann dreht ihr sie um und dann kommt sie so hin. Solltet ihr die zweite, dritte, vierte Formel erschließen
und die hier eine Reihe abdecken oder hier eine Spalte, dann ist es so, dass ihr dann auch die entsprechenden Boni bekommt. Ja, also immer auf beiden Seiten die Boni. Das heißt, hier braucht ihr natürlich dann 3 und dann bekommt ihr den Boni und den Boni. Oder den Bonus und den Bonus, nicht den Boni und den Boni. Und wenn ihr hier jetzt noch eine setzt, bekommt ihr dann beim nächsten Mal eben den Bonus und diesen Bonus. Damit könnt ihr eben hier die Boni freischalten und habt nochmal den Boni auf den Formeln. Also diese Formeln sind schon wirklich wichtig und relativ mächtig, weil ihr zum Beispiel hier auch die Reaktionsmarker wieder umdrehen könnt, die ich dann gleich auch noch erkläre. So, das ist Formel anwenden. Das dürft ihr also, wie gesagt, auch als freie Aktion jederzeit machen. Und dann dürft ihr eben Experimente abschließen. Wir haben jetzt hier die Experimente. Und ihr braucht dann natürlich die entsprechenden entsprechenden Marker, logischerweise. Ne? Wenn ich hier also hergehe, brauche ich hier einen Marker drauf und ich muss hier einen Marker drauf haben, dann kann ich sagen, okay, die schließe ich jetzt ab und dann gebe ich das ab. Das ist eine Anforderung. Die andere Anforderung steht hier drauf. Und zwar müsst ihr auf dieser Meisterleiste auf jeden Fall schon auf 2 sein. Ansonsten dürft ihr diese Formel noch nicht abschließen. Ihr seht, bei der Meisterformel müsst ihr hier dann entsprechend auf dieser Leiste hier schon auf 11 sein, um die Meisterleiste zu machen. Also das ist, je höher die Formeln werden, desto schwieriger, also desto weiter oben müsst ihr natürlich sein, um eben diese Formel abschließen zu können. Und die bekommt ihr über diese Essenzen. Wir haben ja vorhin gesagt, ihr dürft euch ja auch Essenzen nehmen. Also, wenn ich jetzt weiß, ich muss diese Formel irgendwann abschließen, dieses Experiment abschließen, dann muss ich gucken, dass ich diese Essenzen bekomme und die Essenzen dann auch wirklich wieder ausgebe. Weil jedes Mal, wenn ihr die Essenz ausgebt, fahrt ihr eben hier eins hoch. Das ist so genau dieser Trick in diesem Spiel, dass man auf sehr, sehr viele Dinge bei jeder Aktion, die man macht, vor allem bei den Würfeln, also das ist eigentlich so das Allerentscheidendste. Also wenn ihr den falschen Würfel nehmt, kann es echt sein, ihr habt eine Runde, könnt ihr zwar was machen, aber es ist halt null effektiv und ihr müsst in der nächsten Runde das alles wieder aufholen. Also der Würfel ist hier wirklich ein entscheidender Faktor. Deswegen ist es natürlich immer gut, wenn hier am besten auch 3 Farben drin sind und von allen was drin ist. Dann könnt ihr euch auch immer wieder hier bedienen, weil wenn ihr zum Beispiel Dritter seid und die anderen haben sich hier schon Würfel genommen, sagen wir mal, ihr braucht diesen und die anderen hätten schon die beiden genommen, dann habt ihr mit diesem Würfel aber leider nur eine Aktion. So wichtig der Würfel vielleicht für euch in dem Moment ist, macht er keinen Sinn, weil ihr einfach nur eine Aktion machen könnt. Also es ist wirklich ganz wichtig, welche Würfel nehme ich, was brauche ich? Guckt euch wirklich an, was muss ich machen, welche Transmutationen will ich machen, welche Essenzen brauche ich, welche Materialien brauche ich, welcher Würfel bringt mir in der Runde wirklich am meisten. So, also, wenn ihr Experimente abschließen wollt, die zwei Sachen braucht also die entsprechenden Materialien und ihr müsst eben die entsprechende Stufe haben, um das Experiment abzuschließen. Schließt ihr das Experiment dann ab, dann seht ihr hier euer Bonus. Das heißt, ihr bekommt einmal hier, würdet ihr noch eins hochgehen und ihr bekommt natürlich 5 Siegpunkte. Ja, und die Boni stehen immer, wie gesagt, links unten und rechts unten stehen immer die Siegpunkte, die es dafür gibt. Noch dazu kommt ja, habe ich ja vorhin gesagt, ihr legt dann hier oben eine Karte hin und dürft eben eine dieser Marker nehmen, dieser Formeln. Jetzt könnt ihr wenn ihr ein Experiment abschließen wollt, mit Silber auch bezahlen. Also wenn ihr ein Silber bezahlt, müsst ihr einen Material weniger haben. Das heißt, ihr könnt natürlich sagen, okay, ich habe jetzt, das sieht bei mir so aus, das hätte ich und dann habe ich vielleicht das hier auch. Das heißt, ich habe das hier. Quecksilber verarbeitet, das habe ich leider keins. Okay, nehme ich noch Silber dazu, gebe die beiden ab, habe das dann also abgewickelt und
bekomme dann, kann dann dieses Experiment abschließen. Materialkosten sind hier erschossen, wenn der entsprechende Experiment. Genau. Und wenn ihr das eben hier gemacht habt, sagen wir mal, hier liegt schon eins und ihr habt dann noch ein rotes Experiment. Wenn ihr das nächste Experiment abschließt, bringt euch diese Karte nämlich wieder was. Denn ihr könnt hier einmal Materialkosten sparen, also ein Material weniger braucht ihr, oder eine Meisterschaftsanforderung weniger. Das heißt also, habe ich hier nachher vielleicht zwei oder sogar drei rote, kann ich das vierte rote vielleicht schon fast für, also nicht ganz umsonst, aber ich brauche eigentlich kaum noch Material, um mein viertes rotes dann auszuspielen. Von daher lohnt es sich auch manchmal zu sagen, ich gehe vielleicht auf eine bestimmte Farbe und bin da relativ stark und habe bei den anderen nicht so viel, weil ich vielleicht auch nur zwar die Formen freischalten möchte, aber dann sonst nichts machen möchte. Das sind alle Aktionen, die ihr machen könnt. Ja, also nochmal ganz kurz. Ihr könnt Materialien sammeln, das heißt hier eure Materialien. Ihr dürft alchemistische Essenzen erwerben, die braucht ihr dann hierfür wieder. Dann dürft ihr Transmutationen vornehmen, das heißt ihr dürft hier einmal entlang der Linie ein Material verschieben sozusagen. Ihr dürft ein Artefakt erwerben, das haben wir hier aus dem Markt. Ihr dürft Artefakte neu laden, das heißt nochmal umdrehen. Experimentierkarte erwerben, heißt hier das entsprechende Experiment von eurem Würfel dann einfach nehmen. Als freie Aktion dürft ihr immer Formeln erschließen, hier oben. Ihr dürft Formeln anwenden, also wenn die hier im Kapuff sind, einfach sagen, ich nütze die, umdrehen, gut ist. Experimente abschließen und das sind die freien Aktionen, die ihr noch habt. So, wenn jetzt ich meinen Zug gemacht habe, so, ich habe jetzt meinen Zug gemacht, mein Würfel liegt hier, keine Ahnung, und habe jetzt irgendwas gemacht, darf mein Gegner reagieren. Das heißt, er sagt, ich setze einen meiner Reaktionsmarker, drehe diesen um und darf jetzt Folgendes machen. Ich darf entweder einen Materialmarker nehmen und zwar natürlich nur das gleiche wie immer von diesem Würfel, das heißt, ich darf mir hier ein Material setzen. Ich darf eine Essenz nehmen, auch wieder das gleiche, also in dem Falle auch wieder hier ein Material. Ich darf ein Material transmutieren, auch wieder hier, nur Weiß-Transmutation. Oder ich darf ein entladenes Artefakt neu laden. Das heißt, ich darf das Artefakt wieder umdrehen. Und hier ist es wirklich auch egal. Bei den Artefakten darf ich einfach ein Artefakt umdrehen. Gut, das sind die Reaktionen. Das kann ich dann eben als Gegner dann in der Phase, in dem einer einen Spielzug fertig gemacht hat, sagen, ich möchte jetzt reagieren, ich möchte das jetzt machen. Ihr habt hier zwei Reaktionsmarker, wenn die beide umgedreht sind, logischerweise gibt es halt eben keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Ihr müsst sie dann wieder umgedreht bekommen, was dann über Karten oder sonstiges geht. Hier bekommt ihr zum Beispiel nochmal einen dazu. Hier wäre es genauso. Hier darf ich die Reaktionsmarker wieder umdrehen. So, Aufräumen des Labors. Das ist also, ihr seid fertig mit eurem Zug. Dann prüft ihr, wie gesagt, euren Würfel. Legt eben euer Würfel hier, also auf der 0. Wird er eben hier reingelegt. Es ist der dritte Würfel. Ist die Runde für euch zu Ende. Ihr dürft dann zwar noch reagieren, ihr dürft aber nicht mehr agieren. Alle Artefaktblättchen und Reaktionsmarker werden wieder aufgeladen. Das heißt, alles wird wieder umgedreht. In der nächsten Runde dürft ihr die natürlich wieder nutzen. Ja, also sonst wäre es ein bisschen arg. Dürft natürlich in der einen Runde nur die nutzen, die ihr habt. Außer kriegt sie in der Runde umgedreht und in der nächsten Runde dürft ihr sie eben wieder umdrehen. Nach der dritten Runde, wie gesagt, ist fertig für euch. Also dann habt ihr im Endeffekt, wird eben gewertet. Nach der dritten Runde insgesamt wird gewählt, Ende der dritten Runde. Also wenn dreimal drei Würfel drauf sind, also eine Runde ist fertig, wenn drei Würfel hier drauf sind. Ja, dann werden, wenn alle drei Würfel weg sind, alle drei Würfel haben, kommen die Würfel wieder hier rein, neue Runde wird gemacht und es wird hier normal einfach alles wieder, neue Würfel werden gewürfelt. Der Artefaktmarkt wird neu gemacht, das bedeutet, ihr habt ja hier Artefaktplättchen der Stufe 1. Das heißt, hier kommen die neuen Artefaktplättchen rein
Und es werden wieder 6 neue Artefakte gezogen. Ja, also wir könnten natürlich jetzt noch die zugedeckten Artefakte noch hinlegen. Habe ich jetzt einfach hier neben dran liegen. Alle Experimente auf den Lehrbüchern, die 1 niedriger sind als die aktuelle Runde, werden entfernt. Das heißt, würdet ihr jetzt in die dritte Runde gehen und hier liegen noch 1er Experimente, kommen diese raus. Ja? Der Experimentenstapel wird durch eine Runde ersetzt. Das heißt, auch hier kommt der Experimentenstapel 2 rein. Und auch hier fange ich an, dass ich einfach wieder Experimente auslege. Ja, also kommen hier auch noch die 2er Experimente rein. Jede Lehrbuchseite wird mit einem Experiment aufgefüllt, habe ich gerade gesagt. Und die Scheiben haben wir ja vorhin versetzt, aber wir haben es so gehabt. Und die Scheiben werden einfach nach oben gesetzt und für die nächste Runde wird hier einfach in der Reihenfolge, wie die Scheiben hier liegen, wieder losgespielt. Und wie auch schon gesagt, alle Würfel werden genommen, nochmal gewürfelt, genauso wieder verteilt. Es dürfen höchstens 5 Würfel in einer Schale liegen. Sollten mehr drin liegen, müssen die neu gewürfelt werden, wieder neu verteilt werden. Das Spiel endet eben nach 3 kompletten Runden. Dann werden die Experimente gewertet, es werden die Publikationen gewertet. Dazu braucht ihr eben die Elementsymbole, habe ich vorhin erklärt. Die erschlossenen Formeln werden nach der Liste gewertet. Es gibt eine Liste in den Regeln. Da wird dann einfach geguckt, wie viele Punkte wir geben. Dann gibt es jedes Gold und jeder ätherische Würfelmarker gibt einen Siegpunkt. Also das heißt, da bekommt ihr eben noch Siegpunkte und die Würfelmarker. Die Meisterleisten werden gewertet, also das hier. Und sollte es dann noch einen Gleichstand geben, gewinnt der, der die meisten Experimente abgeschlossen hat. Das war jetzt, sind ja meine Blätter ein bisschen durcheinander geraten, aber das war es jetzt auch. Das heißt, das waren die Regeln für Trismegistus. Ihr seht von den Regeln her eigentlich echt kein Problem. Ihr habt einfach verschiedene Aktionen, ihr habt 4 oder 5 Hauptaktionen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Im Endeffekt war es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hauptaktionen sind es, die ihr habt. Und mehr ist es nicht. Ja, also es ist wirklich, und die 3 freie Aktionen, die ihr noch habt, es ist, die Komplexität entsteht halt wirklich darin, die Würfel zu nehmen, zu gucken, was für Transmutationen muss ich machen, wo muss ich, welche Essenzen brauche ich zum Beispiel auch für meine Karten, was für Material brauche ich und so weiter und so fort. Und ihr werdet es auch nicht schaffen, in einer Runde immer das Perfekte hinzubekommen, weil wenn ihr einen roten Würfel nehmt, weil ihr ihn für irgendwas Bestimmtes braucht und ihr dann aber keine rote Transmutation machen könnt, dann ist es einfach so. Dann kann ich halt einfach in der Runde keine rote Transmutation machen und muss halt alles andere drum machen oder vielleicht schon mal vorbereiten, damit ich in der nächsten Runde wieder mit einem roten Würfel eine Transmutation machen kann. Hab dann aber vielleicht Pech, also rote Würfel sind natürlich drin und es wird auch reichen, einen zu nehmen, habe aber vielleicht das Pech, dass er auf einer Farbe oder in einer Schale liegt, die ich eigentlich sonst wieder gar nicht brauchen kann. Muss mir also entscheiden, ist mir die Transmutation wichtig oder ist mir wichtiger, dass ich die entsprechende Essenz, das entsprechende Material bekomme oder vielleicht sogar einen der Experimente, die hier liegen, weil sie gut sind und ich vielleicht sogar schon die Materialien habe. All die Dinge spielen bei dem Spiel wirklich eine große Rolle und das macht das Spiel wirklich so komplex und auch so interessant. Also ich finde, das ist eigentlich echt ein richtig guter Mechanismus und ich finde eigentlich auch schade, also so die anderen T-Spiele, die haben eine relativ große Aufmerksamkeit bekommen und Trismegistus ist so ein bisschen, ja, ein bisschen unten drunter geschoben. Also wenn man die meisten nach T-Spielen fragt, dann kennen die meisten, wie gesagt, Teotihuacan, Zolkin kennen viele natürlich und Tikenu jetzt auch. Tawandin Tsuyu ist noch relativ neu, kennen vielleicht jetzt noch nicht alle. Aber Trismegistus, was natürlich auch nicht so richtig reinpasst, alles andere ist so ein bisschen historisch angehaucht. Trismegistus ist halt Alchemie, mehr oder weniger. Und das ist halt so ein bisschen, passt vielleicht nicht ganz so in die Thematik rein. Aber ich finde den Mechanismus wirklich gut. Wie gesagt, die Regeln waren einfach wirklich schlecht gemacht
Und das kann wirklich viele abhalten, Trismegistus zu spielen. Ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Mir macht das Spiel richtig Spaß. Man braucht definitiv die richtigen Leute dazu, die wirklich Bock haben, sich da rein zu versetzen und da Bock haben, sich da wirklich auch einen Kopf zu machen. Und das erste Spiel ist auch mit Sicherheit auch so ein lockeren 2 Stunden, vielleicht bis 2,5 Stunden Spiel. Das zweite wird deutlich schneller sein. Und das wird man dann alles nächste Woche sehen. Ich glaube, Trismegistus kommt auch freitags noch dran. Das wird das Nachtspiel, das wird lustig, glaube ich. Mal gucken, ob wir da noch einen Kopf für haben und ob wir es durchkriegen. Aber ich hoffe mal, dass wir es hinkriegen und dass wir es durchkriegen. Und fallen dann wahrscheinlich danach einfach tot ins Bett, nachdem wir vorher schon Teotihuacan gespielt haben und morgens noch Zolk'in, wobei Zolk'in jetzt nicht so der Kopfbrecher ist. Das ist eigentlich zum Einstieg ganz gut. Und das zum Ausklang ist, vielleicht wäre es andersrum ein bisschen besser, aber wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, wir machen es jetzt einfach mal der Reihenfolge nach. Und jetzt schauen wir einfach, ob wir das nachts noch hinkriegen oder ob irgendjemand einfach Kopf auf die Platte legt und sagt, keine Lust mehr. Wir probieren es aus. Aber wie gesagt, wenn ihr Trismegistus noch im Schrank liegen habt, wenn ihr eigentlich auf solche Spiele auch steht, dann ganz im Ernst, schaut es euch an, nehmt es euch zur Hand, nehmt euch meine Regeln, schaut es euch nochmal an, geht dann vielleicht das Regelwerk nochmal so ein bisschen durch, macht euch vielleicht wirklich auch so eine Kurzbeschreibung. Wie gesagt, ich habe das hier, Spielaufbau und Aktion, das sind 3 Seiten, also das ist gar nicht viel. Ich habe bei Teotihuacan, glaube ich, 4 Seiten, das sind 3 Seiten, da habe ich das einfach runtergeschrieben. Und da kann man sich echt dran orientieren. Ist natürlich immer schwer, wenn man so ein Spiel schon lange nicht mehr gespielt hat, dann die Seiten angucken und denkt so, was war das nochmal? Dann muss man vielleicht doch nochmal ins Heft gucken. Aber wenn man es dann nochmal gespielt hat, hat die nebendran liegen, kommt man echt gut zurecht und hat es dann auch raus. Und man ist dann wirklich in diesem Spielfluss auch drin, muss dann nicht mehr dauernd was nachgucken. Ich gucke vielleicht dann nochmal die Marker nach, wo ich denke, was war das jetzt nochmal? Das war das und das. Muss ich nochmal gucken. Aber ansonsten wirklich machbar, aber auch definitiv schon ein kleiner Brocken, ganz ehrlich. Gut, wie gesagt, ich hoffe, die Regeln waren so, dass ihr jetzt sagen könnt, hey, super, jetzt nehme ich mir es vielleicht doch mal vor, oder super, ich will es mir ja eh kaufen, jetzt habe ich auch die Regeln gesehen, jetzt kann ich auch losspielen und lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen da. Und freue mich natürlich über jeden Abonnenten weiterhin und ich hoffe, wenn ihr Bock habt, dass ihr nächste Woche dabei seid, nächstes Wochenende und euch auch nachts noch mit uns Trismegistus um die Ohren schlagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.